Waffen. Er ist so dumm. Er ist dumm. Ella spielt ohne Schild. Messert mich an, dass ich ja nicht Blue Bunker verstärke. Oh mein Gott. Ach, nee. Kann mich nicht mal in den Kopf fassen. Was wollen sie denn? Schau mal, sie machen jetzt Rotation, haben aber kein Schild, Martin. Ja. Neue Meta, Thomas. Du verstehst das einfach. Ich versteh's auch nicht. Oh, jetzt haben wir kein Schild, das ist aber blöd. Ja, das lässt wir uns einfach ohne Schild, oder weil wir einfach so hin, aber drehen die nicht. Wie kann man denn so hier verbrannt sein? Sie kommen Watchtower rein. Schön. Noch einer Watchtower drin. Ja, genau. Ich hab ein Problem. Da ist er. Oh. Was macht er mit dem? Ich bin der... Ich bin jetzt einfach Shotgun-Spieler geworden, weißt du? Merk, Digga, du pumpst alle weg, Digga. Fuck. Oh, was macht sie denn? Digga, sie dachte auch kurz mal Super Shorty-Action. Dachte so, what? Shotguns sind viable, lass mich mal ausprobieren. Ach nee, du. Ja, du kannst Shotguns in engen Räumen, du, ich bin ja eng an der Tür lang und dann einfach bupp rein. Das Meeting ist so viel besser. Ja, stimmt. Dining verlierst du immer, Meeting verlierst du auch immer. Viel weniger. Nein, Meeting ist so gut. Das Spiel, ach die Enemies, ja, gut oder so, Band. Was ich. Oder einfach gar keiner. Bei der Runde sitzt eh schon verloren, weil die Dining-Wand geht jetzt schon auf und dann hast du eh schon verloren. Nein. Wir machen das natürlich anders. Pass auf. Nein. Wir machen das anders. Wir machen die Wand von vornherein gleich soft, aber machen sie nicht ganz auf. You know what I mean? Mann, ich will doch einfach nur, dass die Rainbow Community ein bisschen mal in die Kuh zugehen wird. Aber. Guck mal, wir machen das einfach so. Dann können die nicht mehr richtig speechen und sind völlig verwirrt, was sie machen sollen. Guck's dir an. Die gar keine Chance mehr hier. Das ist die neue Meta, Thomas. Die neue Meta. Einfach Garage offen. Das tut so weh, Mann. Das tut einfach so weh. Warum? So, dann machen wir hier eine Käse hin. Das wird so gut, Thomas. Warte mal. Ich muss noch in Ding. Warte mal. Hier. Jetzt bei der Farbdose, damit rechnet keiner. So, und jetzt, warte, das ist gut, warte. Wenn wir die Kitchenwand aufschießen, dass wir nicht die Kitchen pieken können. Jetzt sieht man, werden die noch verstärken. Ich immer noch die zweite Wand. Warte, versteck mich hier. Oder. Wir sind über uns im Meeting, glaube ich, oder? Jetzt.
Also im Meeting. Oder am Hedge. Small Tower auf Stairs kommen sie. Geht schon oben die Wand, also von oben die Wand von Dings hier. Geht hier immer noch jemand. Da kommt die VW hier, glaube ich. Da ist ein Duschhallway. Ich kann dir nicht helfen, ne? Genau, das wird auf Stairs. Hab ihn gedownt. Aua, aua, aua. Noch einen gedownt. Sehr schön gespielt, Martin. Digga, das ist so ein Loser. Wer auch immer das... Ich würde so gern wissen... Dafür würde ich jetzt das Replay-System verwenden wollen. Ich würde einfach nur wissen wollen, wer mich 2, 1,5 Minuten in Meeting abgecampt hat. Es war jemand in Meeting, der lag 1,5 Minuten nur rum und hat auf den Dropper geaimt. Anstatt irgendwie seinem Team zu helfen. Er hat nur mich abgeaimt. Im Prinzip dadurch... Also... Es ist so schlecht, was der macht. In einem strukturierten Team wäre das so easy. Weil du wüsstest, ein Spieler einfach, der nichts tut. Im Attack. Spiel ich? Dass unsere Mates einfach alle weggestorben sind. Ja. Hey, spiel Kani. Das ist jetzt wichtig. Mann, so ein Knecht, Mann. Das Käse-Setup war voll gut. Das hat die Runde gewonnen. Das ist auch gut. Ja, einfach die Wand so, weil die haben sich nicht getraut, das zu breachen. So viel, sie haben von oben gemacht, den oberen Teil konnten sie ohne durch, die kamen nicht rein. Die Tür hatten sie Angst, es war einfach ja, so. Ja, und wie gesagt, einer stand die ganze Runde im Meeting, hat nichts getan. Die hätten einfach nur drohen müssen. Jetzt haben sie gesehen, ah, ist doch keiner da, okay, alles klar, einfach rein in Blenden. Aber das wussten sie nicht, haben sich gedacht, ah, Und. Hat unsere Mates das war eigentlich an sich. Das war halt nicht gut von uns eigentlich, aber die Gegner haben wir da auch noch weniger gecheckt. Die hätten nur drohen müssen. Die haben halt nicht gedroht. Wenn sie gedroht hätten, sie das easy haben können. Immer diese Witchel-Spieler, die um die Map laufen, ihr Ding anmachen und dann Drohnen handeln. Öffnen ist meine Spezialität. Nein, I'm sorry, aber ich war dort nicht. Ich war hier bei. Alter, Hero ist hier stinkt. Der Wäsche. Österreich mit Leib und Seele, Martin. Okay. Nö, habe ich gar keinen Bock mehr zu. Ciao mit V. Das tue ich mir jetzt nicht an hier. Und, ja, nö. Hast du Pusten sehr schon. Ein Gaming. Wie sie bunkern. Digga, sie bunkern? Einer sitzt ein Master rechte Seite. Garage. Dann sagen wir Master, was rausläuft. Master läuft raus. Danke.
Schade. Das wäre es jetzt gewesen. Weißt du das? Jemand oder anderen Attic, glaube ich. Attic weiß das, ja. Scheiße. In Gaming jetzt? In Gaming? An der Couch hinten? Und Ping in Gaming. Liegt. Was zu dir? Jetzt. Da ist hier irgendwo an der Wand. Rechts, Mac, rechts. Scheiße, ich sehe nichts. Da rechts. Da? Nein, nein, rechts von der Tür. Rechts von Kids da. Ja. Oh Gott, oh, danke Thomas. Oh. Das war scheiße. Oh, du hast gerade geklatscht. Mit Kali. War das gerade 1 gegen 5? Ja, mit Kali habe ich geklatscht. Ja, ich sag da mal gar nichts mehr zu. Das ist ein gutes Gefühl, mit Kali zu klatschen. Böhn Martin aber. Ach Gott, ey. Nee. So, hast du die Ela nicht gehört? Nee, ich war in der Ela-Trip drin. Dann ja, davor hast du die schon eindeutig gehört. Ja, eigentlich. Da habe ich auch gehört, dass die irgendwie in Games in das Schild wieder rübergesprungen ist. Das wusste ich. Aber dann war die Ela-Trip, da war ich komplett weg. Rechts in der Ecke. Ich dachte, du hast es kapiert, aber konntest du ja dann in der letzten Sekunde zum Glück noch erklären. Das habe ich da nicht mehr gecheckt, nein.